Never Be This Young, die aktuelle Single von Lukas Riegers neuem Album Code. Die Platte, ein bunter Mix aus Pop, House und R&B. Mit uns hat der Teenie-Star in Berlin darüber gesprochen, warum ihm sein neuestes Werk so wichtig ist. Bei diesem Album bin ich wirklich 100% ich gewesen, 100% war ich dabei und ich war einfach mittendrin im Prozess und war wirklich der es entscheiden konnte, was da wirklich geschrieben wird. Lukas Rieger singt über das, was seine Teenie-Fans bewegt. Das Erwachsenwerden mit Herzschmerz und allem, was dazugehört. Der 18-Jährige sieht sich als Botschafter seiner Generation. Ein häufiger Vorwurf, Lukas Rieger macht nur inhaltslosen Kaugummipop. Davon will der Sohn einer Musiklehrerin nichts wissen. Leute, die sagen, du hast keine Lebenserfahrung, ist einfach falsch. Natürlich habe ich nicht so viel wie die, weil die älter sind, ist ja klar. Aber trotzdem hat man Lebenserfahrung. Denn auch wenn du 10 bist, hast du schon Sachen erlebt, auch wenn du 18 bist, wie ich jetzt. Rückblick. 2014 nimmt der damals 14-Jährige an einer Castingshow teil, fliegt aber frühzeitig raus. Lukas bleibt hartnäckig. Er flutet YouTube und Co. mit Coversongs und Livestreams aus dem Kinderzimmer. Sein Ziel? Berühmt werden. Ich glaube, dass die Social-Media-Fans für mich einfach das größte Geschenk waren. Dadurch habe ich halt die erste Fanbase generiert. So ohne Social-Media wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin. Klick für Klick wächst seine Anhängerschaft im Netz. Bis eine große Plattenfirma auf den Influencer aus Lehrte bei Hannover aufmerksam wird. Statt sein Abi zu machen, produziert er sein erstes Album in Los Angeles. Das Debüt Compass schafft es 2016 in Deutschland in die Top 5 der Charts. Um den Internetstar bricht ein regelrechter Hype aus. Wo Lukas ist, herrscht Kreischalarm. Wie bei einem Fantreffen in Ulm 2016. Fans werden bei der Jagd auf ein Autogramm hysterisch, es gibt Verletzte. Die Veranstaltung endet mit einem Notarzt- und Feuerwehreinsatz. Und Lukas erobert nicht nur die Charts. Seine Biografie, der Lukas Rieger Code, landet auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Ende Februar geht er mit den Tracks seines neuen Albums auf Tour und will endlich auch das Ausland im Sturm erobern. Für mich ist so das Ziel, dass ich auch in den größeren Arenen Deutschlands spielen kann. Und nicht in Deutschland, sondern auch in verschiedenen anderen Ländern wie Frankreich oder auch Polen oder halt irgendwann auch Amerika. Sein größter Traum, ein Gig im Madison Square Garden in New York. Gerade 18 hat er dafür ja noch jede Menge Zeit. Lukas Rieger, vom Internetphänomen zum Popstar.